Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen hier im 46er TV Wohnzimmer mal wieder zu einem Abendtalk, der sich mal wieder ein bisschen politischer gestaltet ausnahmsweise. Denn wir begrüßen ganz herzlich liebe Frau Petra Breustedt hier bei uns im 46er TV Wohnzimmer. Und natürlich, wenn es politisch wird, darf der Jörg an meiner Seite nicht fehlen. Hallo. Herzlich willkommen, ihr beide. Ich freue mich, dass wir hier gemeinsam ein bisschen reden können heute Abend. Denn Jörg, wir beide haben uns überlegt, nachdem wir ja schon ein paar politische Gäste hier hatten und dieses Jahr eine wichtige Wahl hier in Göttingen auch ansteht, nicht nur in Deutschland an sich, sondern auch hier in Göttingen, dass es doch interessant wäre, unsere Oberbürgermeisterkandidatinnen und Kandidaten hier ins Wohnzimmer einzuladen, um sie ein bisschen näher kennenzulernen, weil wir natürlich auch wissen wollen, wer hier für Göttingen sich zur Wahl stellt. Und damit wir auch eine gute Wahl treffen können, ist es ja immer nett, die Menschen auch ein bisschen kennenzulernen. So ist es. Genau. Ja, ich würde sagen, es ist immer schön, wenn man einfach so ein bisschen persönlich sich vorstellt, bevor wir jetzt hier irgendwelche Zahlen, Daten, Fakten rausholen, die man im Internet recherchieren kann. Frau Breustedt, mögen Sie sich in ein paar Sätzen einfach mal vorstellen? Ja, mein Name ist Petra Breustedt. Ich bin 56 Jahre verheiratet. Wir haben zwei erwachsene Kinder. Und wir haben es schon gerade angesprochen, ich möchte gerne Oberbürgermeisterin werden. Aber ich glaube, heute geht es weniger ums Oberbürgermeisterinnenamt, sondern mehr auch die Beziehung zum Sport. Und dazu würde ich gerne was sagen. Wir beide kennen uns ja schon eine ganze Weile. Ich glaube, seit 2008 durch den Krippenausbau und Kindertagesstätten. Ich habe aber noch eine viel tiefere Beziehung zum ASC. Das habe ich in der Vorbereitung. So. Natürlich habe ich ein bisschen noch mal recherchiert. Der ASC war mal sehr, 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 sehr gut im Basketball. Ja. Und ich war auch mal im Basketball. Allerdings nicht so sehr, 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 sehr gut wie der ASC. Aber einmal sehr nur weniger, oder? Ja, ich befürchte. Ich erzähle die Geschichte. Ich erzähle die Geschichte dazu. Ich war mit 12 Jahren schon so groß wie jetzt. Ja. Und damit war ich die Größte in meiner Klasse und konnte allen immer vorweglaufen. Also ich kann gut laufen, ich bin eine gute Ausdauersportlerin, ich kann die Zähne zusammenbeißen und durch, das passt super. Und irgendwann hat meine beste Freundin gesagt, du, ich möchte gern Basketball spielen. Da habe ich gedacht, das passt zu mir und bin mitgegangen. Damals Wolfenbüttel, MTV Wolfenbüttel, auch im Basketball sehr gut. Ja. Ich war mit meinem Papa immer bei den Spielen abends. Das war in der engen Lindenhalle, heiß und sehr laut und mit sehr viel Stimmung, hat mich sehr begeistert. Also ich habe selber gespielt mit meiner Freundin. Die war später auch in der ersten Bundesliga der Frauen. Ich nicht. Mein Problem war, ich kann gut laufen, aber ich kann leider nicht werfen und treffen. Und das ist beim Basketball eine ganz entscheidende Sache. So, aber wir haben die Verbindung Basketball, ihr wart besser, ihr wart erste Liga und ich versuche jetzt erste Liga bei der Oberbürgermeisterin zu werden. Wunderbar. Meine liebe Petra, wir werden dir nicht, wir werden dich nicht davon abhalten können, auch was zur Oberbürgermeisterin, möglichen Oberbürgermeisterin zu sagen. Aber trotzdem freue ich mich, dass du gleich den Weg so schön geschlagen hast, denn damit können wir auch den Zuschauern sehr deutlich formulieren, warum wir beide uns duzen, denn wir kennen uns wirklich schon sehr lang, seit 12 Jahren und haben uns auch nicht aus den Augen verloren, wenn ich das mal so sagen darf. Auch wenn wir uns nicht so häufig gesehen haben in der Nicht-Göttingen-Zeit dazwischen, so haben wir doch immer wieder telefoniert oder einfach mal per WhatsApp miteinander kommuniziert und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, damit erledigt sich auch, warum wir uns duzen. Mhm. Wir haben doch so eine kleine Vergangenheit, eine positive Vergangenheit, wenn ich das so sagen darf. Denn es ist uns gemeinsam gelungen, einen Pfahl hier in Göttingen in die Erde zu schlagen. Und das ist der Pfahl der Ganztagsschule. Denn gemeinsam mit Maria Schmidt damals haben wir an der Leinebergschule etwas begonnen, was dann niedersachsenweit durchaus eine große Breite bekommen hat. Und damals haben wir zu dritt gelernt, dass man auch etwas umsetzen kann, wenn man es will. Darf ich das so sagen? Dass man es umsetzen kann, wenn man will. Was bedeutet das für dich? An der Sache bleiben, zielstrebig sein, immer nicht locker lassen.
alle Kraft dafür einsetzen. Und ich glaube, das haben wir getan. Also wenn ich zurückerinnere, Ganztagsschulen sind damals angelaufen, auch vom Land gefördert. Und wie wir alle wissen, ist die Finanzierung einfach nicht auskömmlich. Das haben wir in kleiner Runde mit euch als Trägern von Anfang an so gesehen und haben gesagt, da muss die Stadt mitfinanzieren. Und das, was Ganztagsschule sein soll, ein schulisches Angebot bis 15:15 oder 15:30, reicht für viele Eltern und reicht für viele Kinder nicht aus. Und deshalb entstand ja die Idee mit dem Junior-Club, der sich an die Ganztagsschule dran schließt und der vom Jugendhilfeträger gefördert wird. Und ihr wart eine der Ersten. Wir haben das, glaube ich, jetzt relativ flächendeckend. Ja. 20 Grundschulen, die Ganztagsgrundschulen sind, die wir sukzessive und peu à peu ausstatten, die wir auch im Rahmen des Schulentwicklungsprogramms baulich dazu ausstatten. Nicht alle auf einmal, immer so, wie es geht. Aber ich glaube, das ist schon beispielgebend in Niedersachsen. Damit sind wir gut vorangegangen. Wir haben aber einen Punkt vorher gemacht. Wir haben den Krippenausbau zusammen gestartet. Stimmt. Das war die Zeit, als der Rechtsanspruch auf den Krippenplatz kam und wir schon in Göttingen relativ gut waren im Krippenausbau, in der Krippenversorgung. Wir aber große Schritte vorangehen wollten mit den Förderprogrammen des Landes. Und ich glaube, du warst einer der ersten Träger, den ich angesprochen habe. Und ich erinnere mich gut, wie du gesagt hast, so, und wir machen jetzt hier die Club-Kita und da baue ich auch gleich noch eine Sporthalle mit dran. Genau. Da habe ich gedacht, ja, ja, lass ihn reden, das wird niemals klappen. Und jetzt sitzen wir drin. Super. Genau. Jetzt sitzen wir mittendrin. Sehr gut, ja. Ne? Das Konzept finde ich klasse. Ja, und ich gehe ja heute noch hier durch und sage immer, das hier unten ist die Uschi von Laien-Kita, weil das Geld kam damals von der Familienministerin, genau, der Bundesfamilienministerin. Und das sorgt dann auch immer für diesen Lacher, den du jetzt auch auf den Lippen hattest. Und wir konnten uns es dann leisten, diesen Raum mit dazu zu gestalten. Aus eigener Finanzierung natürlich, nicht aus Fremdfinanzierung, aus eigener Finanzierung. Und der Raum hat eine unglaubliche positive Gestaltung in diesem Haus bekommen, weil er ist immer voll. Die Menschen gehen unglaublich gern hier rein. Mhm. Ich glaube, man hört auch, dass die Akustik stimmt. Wir haben den Spiegel an der Wand. Wie ist das so für Sportler, Linda? Ich glaube, das ist auf jeden Fall immer was ganz Wertvolles, wenn wir Sportler so einen wirklich eigenen Raum haben, den man sich auch gar nicht großartig, zumindest nicht vereinsfremd teilen muss. Also die städtischen Sporthallen sind natürlich von vielen Vereinen und natürlich auch von den Schulen dann genutzt. Und das ist immer was Besonderes, wenn man wirklich so was Eigenes hat und ja, auch da natürlich viel abgestimmter auf die eigenen Bedürfnisse ist und die Identifikation ist dann nochmal eine ganz andere. Also das ist schon immer schön. Und wie man sieht, auch multifunktional. Genau. Also wenn halt gerade mal kein Sport möglich ist, dann wird hier eben mal spontan ein TV-Studio draus. Sehr gut. Ja, und du hast dich, bist du also dann nach deiner kurzen Zeit in Hameln zurückgekommen bist, hast du dich dann hier für die Dezernentin entschieden, die noch weiter vom Sport weg ist. Wie konnte dir das passieren? Wie konntest du zur Kultur laufen? Also erstmal bin ich total froh, dass ich auch in der Kultur angekommen bin, weil Kultur ist ja so die geistige Nahrung, das Schöne in unserer Stadt. Das gefällt mir gut, das mache ich gerne. Und es war so, ich bin nach Hameln gegangen, das war eine große Herausforderung, dort Dezernentin zu sein. Mein Herz hat aber für Göttingen geschlagen. Und mein Mann und ich, wir waren uns einig, also wenn ich mal in Rente gehe, dann gehen wir zurück. Stimmt. So, und dann war die Stelle der Dezernentin hier ausgeschrieben. Warum nicht früher kommen, wenn es geht? Also habe ich mich beworben, hat geklappt und ich habe es keinen Tag bereut, wieder hier zu sein. Ja, das ist, glaube ich, auch eine gute Entscheidung gewesen, denn für dich auf jeden Fall, für die Stadt auch, denn für dich in jedem Fall insofern, als dass du dich ja hier gleich auch wieder gesettelt hast, wenn ich das so sagen darf, und dich auch gleich wieder zurechtfinden konntest. Zumindest ist das Gefühl, das ich hatte. Mhm. Du hast dich entschieden, jetzt Oberbürgermeisterin werden zu wollen, obwohl du in Hameln ein Erlebnis hattest, das vielleicht nicht alltäglich als alltäglich zu beschreiben ist. Du meinst den Mord an Rüdiger Butte, dem Landrat? Deinem damaligen Kollegen. Chef, Mentor, kann man vor allen Dingen sagen, ja. Es gibt nicht nur den Fall Walter Lübcke, es gab schon einen Fall davor. Und ich weiß, dass du noch nicht lang in Hameln gewesen warst. Und wir haben dann auch zwei, dreimal danach telefoniert und ich weiß auch, wie dich das mitgenommen hat. Und trotzdem hast du dich entschieden, diesen Weg zu gehen, Oberbürgermeisterin werden zu wollen oder vielleicht sogar trotzdem oder deswegen? Mhm.
ich möchte Oberbürgermeisterin werden, weil ich Verantwortung für diese Stadt übernehmen möchte. Und zwar noch mehr, als wir das jetzt machen, als ich das jetzt mache in meinem jetzigen Job. Ich bin hier wirklich verwurzelt. Ich bin gerne hier. Meine Familie verbindet viel mit dieser Stadt. Schon mein Mann zum Beispiel hat hier studiert. Unsere Tochter hat hier Abitur gemacht. Unser Sohn ist noch hier, macht gerade seinen Master. Mir gefällt diese Stadt. Und ich habe in den letzten 25 Jahren sehr, sehr eng an Menschen gearbeitet, in verschiedenen Verwaltungen, immer mit Politik und Verwaltung zusammen. Und ich habe gelernt, was es bedeutet, die Geschicke einer Stadt zu lenken und zu gestalten. Das möchte ich gerne tun. Ich glaube, dass ich das gut kann. Und wir sind gerade in einer Krise, mitten in Corona. Darüber werden wir uns bestimmt heute Abend auch noch unterhalten, Corona und Sport. Ich glaube, dass es jetzt jemanden braucht, der verlässlich ist, der erfahren ist und der sozial und gerecht ist, um diese Stadt aus der Krise zu führen in eine gute Zukunft. Das kann ich und das will ich jetzt mal versuchen. Ich habe bei unserer Baumpflanzaktion vor 3 Wochen, 4 Wochen. Etwa. Danke. So lange schon wieder her. Da habe ich die Worte gewählt, die Stadt kann froh sein, dass sie 3 solche Kandidaten hat. Es waren alle 3 anwesend und das soll nochmal, was du gesagt hast, auch stabilisieren. Es ist nicht selbstverständlich, dass ich gute Bewerber, inzwischen nicht mehr selbstverständlich, dass ich wirklich gute Bewerber finde. Und die Stadt kann froh sein, dass sie so 3 Bewerber bekommen hat. Und dazu stehe ich auch zu dem, was ich gesagt habe. Und ich glaube, das ist ein hochinteressanter, ein ganz, ganz toller Wahlkampf. Es wird unglaublich spannend. Ich bin mir dessen ganz, ganz sicher. Ja. Dieser Verein wird 175 Jahre. Ich bin von den Eichen gekommen. Wir gehen jetzt wieder auf das Alter. Mhm. Du hast mitbekommen, was wir damit verbunden haben, warum wir diesen großen Umweg gegangen sind, unser großes Jubiläum mit der Eiche zu verbinden. Was verbindest du mit 175 Jahre Sport in Göttingen? Also Sport ist ja erstmal etwas, was Menschen zusammenbringt, was sehr viel Nähe herstellt, was vernetzt, was das Miteinander fördert und natürlich auch den Spaß an Bewegung, vielleicht auch den Spaß an Wettkampf und gegeneinander antreten. Und das gibt es bei euch 175 Jahre, bei euch auch wirklich im Breitensport. Sie mit sehr, sehr großem Angebot unterschiedlichster Bereiche. Ich glaube, das Einzige, was ihr nicht habt, ist Fußball. Ist das richtig? Genau. Da haben wir nur gute Kooperation. Ja, genau. Super. So, also das ist wichtig für unsere Stadt. Und wie wichtig das ist, hat ja jetzt endlich eure Eichenpflanzaktion auch gezeigt, weil ihr seid verwurzelt mit der Stadt und ihr gebt der Stadt etwas, was für die nächsten 175 Jahre ist. So habe ich es zumindest verstanden. Genau. Ich habe ja gesagt, in 25 Jahren, beim 200. sitzen wir da oben unter einem Eichenwald. Wir beide dann als Oma und Opa, aber wir sehen unsere Kinder und Enkelkinder und gucken mal, was aus den Bäumchen, die wir gepflanzt haben, geworden ist. Darauf freue ich mich schon. Also ich habe vor 15 Jahren Kirschen und Ahorn bei mir im Wald gepflanzt und die haben jetzt solche Stämme. Also sehr gut. Vielleicht mal so gezeigt. Und da freut man sich schon, wenn man das sieht. Das ist etwas, etwas Tolles. Das kann ich wirklich jedem sagen, der sich mit so etwas auch das auch für sich annimmt, also der sich mit sowas identifizieren kann. Es ist was ganz, ganz Tolles zu sehen, wie so etwas nachhaltig für die nächste Generation wächst. Man macht es ja nicht für sich. Das ist etwas, was einem auch eine gewisse Demut und eine gewisse Stabilität gegeben kann, glaube ich. Von daher war das von unserem Verein, glaube ich, eine gute Aktion und sie geht ja weiter. Wir werden ja auch noch eine Obstwiese pflanzen und wir werden noch ein paar Edelhölzer pflanzen. Und wir werden das Ganze durch ein FÖJ ergänzen, ein FÖJ im Sport. Freiwilligendienste, Petra, Freiwilligendienste im Sport. Kannst du da etwas mit verbinden? Ist das für dich ein Thema? Als Sozialdezernentin musstest du etwas damit verbinden. Jetzt ist es ja sogar fast in dein Dezernat weggerutscht, hätte ich fast gesagt, so ein Stück weit. Ist das ein Thema für dich, FÖJ, Freiwilliges Soziales Jahr, Bundesfreiwilligendienst? Also ganz direkt nicht, aber natürlich weiß ich, dass ihr die Entsenderorganisation seid, dass ihr den Bundesfreiwilligendienst, das Freiwillige Soziale Jahr und auch das Freiwillige Ökologische Jahr anbietet.
Ich glaube, dass das ein guter Beitrag ist. Also wenn ich alleine an den Ganztag denke, darüber haben wir ja oft gesprochen, ihr setzt die Jugendlichen aus dem FSJ dort im Ganztag ein, weil die ganztags auch tätig sind und weil die den Vormittag mit dem Nachmittag verbinden können, was ja sehr, sehr wichtig in so einem Ganztag ist. Wenn wir Betreuungskräfte nur nachmittags haben, bekommen die wenig mit vom Vormittag. Und im Ganztag müssen wir den Vormittag mit dem Nachmittag verbinden, damit Schülerinnen und Schüler ganzheitlich betreut werden können. Und von daher verbinde ich da viel mit. Das ist gut, dass ihr das macht und dass ihr auch das freiwillige ökologische Jahr habt. Das erschließt sich mir sofort, weil ihr habt eine Sport- und Umweltkita. Und ja, da macht man halt auch das freiwillige ökologische Jahr. Das macht ihr gut. Danke. Ja, Linda hat vorhin gesagt, wie wichtig es für einen Verein ist, dass er eigene Gebäude hat. Mhm. Und sie hat auch beschrieben, wie wichtig es für einen Verein ist, dass er sich im Prinzip verlässlich darauf einstellen kann, dort auch mal Dinge zu machen, die vielleicht nicht so ganz normal sind, die vielleicht ein bisschen von der Normalität abweichen. Das haben wir in diesem Jahr und auch schon in den Jahren davor gemacht. Und es gibt ja viele Beispiele, wo man einfach neue Dinge viel, viel einfacher in eigenen Gebäuden auch ausüben kann. Aber die städtischen Gebäude, die städtischen Hallen sind uns natürlich auch wichtig. Mhm. Sie sind für den Sport unerlässlich und wir brauchen sie nicht nur im jetzigen Zustand, sondern gegebenenfalls in Zukunft auch, müssen sie auch mal überdacht und vielleicht auch besser ausgestattet oder verändert werden. Jetzt bist du Kulturdezernentin und wirst vielleicht eher ans deutsche Theater denken, das uns vielleicht nicht ganz so sehr hilft. Nicht Hast nur, du auch nicht ein nur. Bisschen Herz für die Göttinger Hallen? Sogar großes Herz. Ich habe ja gesagt, dass ich selber auch einen sportlichen Zahn habe. Also Sport ist mir wichtig. Und wir diskutieren ja zum Beispiel auch mit den Sportvereinen im Westen, die sich sehr zusammentun und miteinander vernetzen, dass sie sich eine gemeinsame Halle wünschen. Das will ich gern unterstützen. Möglicherweise wird es sogar nicht nur eine Halle, sondern ich sag mal eine Halle, die auch noch so eine soziale Funktion hat, ein Treffpunkt wird. Dazu werde ich mich demnächst mit den Vereinen im Westen und der GSF treffen, um zu gucken, wie kann man das gut realisieren. Das unterstütze ich sehr. Okay, also das heißt, der Sport kann sich darauf verlassen, dass du als Oberbürgermeisterin auch den Sport nicht vergisst. Ganz bestimmt, ja. Wunderbar. Linda, hast du schon was bekommen? Ja, wir haben auf jeden Fall im Vorhinein natürlich bei Ankündigung unseres Gesprächs schon ein bisschen gefragt, ob Fragen da sind, die wir sozusagen weiterreichen dürfen. Ich habe auch schon welche und natürlich an dieser Stelle nochmal kurz die Einladung an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, auch jetzt natürlich gerne live hier über die Streams Fragen in den Chat zu stellen. Ich werde das versuchen, im Blick zu behalten und dann hier einfließen zu lassen. Aber es kam auch im Vorhinein schon was. Und wo wir ja gerade im Westen waren oder auch angelehnt an ihr Motto sozusagen jetzt auch für den Wahlkampf, sage ich mal, ganz Göttingen im Blick, wenn ich da richtig recherchiert habe. Natürlich gibt es in jeder Stadt einfach auch Wohngebiete oder ich weiß nicht, ob das korrekt ausgedrückt ist, soziale Brennpunkte. Ich weiß gar nicht, ob man das so sagen darf. Aber das gibt es natürlich auch hier in Göttingen und es kam halt explizit die Frage danach, was Sie bereits jetzt in Ihrer Funktion als Sozialdezernentin getan haben, um die Situation der Menschen im Hagenweg, in der Kroner Landstraße oder auch im Iduna-Zentrum zu verbessern und was natürlich auch dann zukünftig da für Sie noch auf der Agenda steht. Das sind unsere Immobilien mit wirklich prekären Wohnverhältnissen, die allerdings in privater Trägerschaft sind, sodass die Stadt Göttingen da nicht einfach was verändern kann. Das wäre das Leichteste. Wir sind aber, und das auch schon seit Jahren, selbst schon in der Zeit, wo ich noch im Jugendamt war, dort unterwegs, um mit sozialen Unterstützungsmaßnahmen Menschen zu erreichen, ihnen den Rücken zu stärken, sie wohnfähig zu machen, Familien mit Migrationshintergrund die deutsche Sprache nahezubringen, Kinder frühzeitig in die Kita zu bringen und zu schauen, dass wir Unterstützung bieten, die Menschen befähigen, aus diesen Wohnblocks rauszukommen. Wir vermitteln dort niemanden hin, aber wenn Menschen dort wohnen, können wir es manchmal nicht verhindern und wir müssen Menschen befähigen, dort dauerhaft rauszukommen. Wir haben jetzt ein Instrument im letzten Monat mit an die Hand bekommen, das Wohnraumschutzgesetz, das uns erstmals Eingriffsmöglichkeiten auch, was die bauliche Substanz betrifft, ermöglicht und was Überbelegung betrifft.
Also erstmals, das war vorher so nicht möglich, können wir bei erheblichen baulichen Mängeln, wenn es zum Beispiel reinregnet, wenn eine Wohnung keine Fenster oder keine abgeschlossenen Türen hat, wenn es keine Kochnische gibt, wenn Strom und Heizung nicht funktioniert, dann können wir erzwingen, dass die Eigentümer das beheben. Und wenn sie es nicht beheben, kann man im Zuge einer Kette von Maßnahmen auch eine Räumung der Wohnung veranlassen und die Wohnung für unbewohnbar erklären. Das heißt, Siegel drauf, kann nicht mehr vermietet werden. Und das ist schon ein dickes Instrument. Und einen zweiten Schritt noch, wenn ich das sagen darf, Überbelegung. Viele dieser Wohnungen sind überbelegt. Da wohnen einfach zu viele Menschen auf zu beengtem Raum. Und dieses Gesetz erstmals steht jeder Person 10 Quadratmeter Wohnfläche in der Wohnung zu. Also wirklich in der Wohnung, ohne Balkon, ohne Kellerraum, ohne Flure draußen. Und wir können darauf achten, wenn das unterschritten wird, dass wir Eigentümer auffordern, Abhilfe zu schaffen. Im schlimmsten Fall auch da ein Räumungsverfahren einzuleiten, dass Familien anders und besser untergebracht werden. Und das Gute ist, dass im Zweifel der Eigentümer dafür auch zahlen muss. Welche Rolle kann der Sport einnehmen in einer solchen Diskussion? Immer dann, wenn es darum geht, Menschen zu integrieren, ist mir der Sport sehr wichtig. Integration läuft über Sprache und sehr leicht über Sport und über Musik. Ihr seid ja wirklich beispielgebend. Ihr habt die offene Turnhalle hier an unserer Flüchtlingsunterkunft. Ihr habt hervorragende Integrationsarbeit gemacht. Ich verweise mal auf den SC Heinberg gleich um die Ecke, der ebenso gute Arbeit gemacht hat, oben an unserer Flüchtlingsunterkunft auf der Sieghöhe, auch jetzt wieder. Ihr seid einfach der Transporteur, der Motor dafür, dass Menschen in unserer Gesellschaft ankommen und Fuß fassen. Und da bitte ich euch auch, uns weiter zu unterstützen in diesen prekären Wohnverhältnissen. Wohnen viele Menschen mit Migrationshintergrund und unser Ziel muss es sein, sie in der Stadtgesellschaft zu verorten. Dann wollen wir das mal versuchen, glaube ich. Ich habe mir sagen lassen, dass es wohl einen Entwurf für die neue Verordnung Corona gibt. Wir werden dieses Thema nicht umgehen können. Ich hatte dir vorhin gesagt, du mögest bitte die 80 Seiten auswendig lernen. Habe ich gemacht, ja. Damit ich dich jetzt abfragen kann. Bist du sicher, kannst du die 47 Seiten? Sind es nur, das habe ich noch geschafft. Okay, cool. Wir haben natürlich schon das Interesse unseren Zuhörern auch eine, vielleicht auch schon zumindest so ein bisschen eine Hoffnung zu geben, vielleicht sogar eine Vision zu geben. Wir haben in den letzten Tagen vieles gehört, was kommen soll. Wir wissen aber nicht, ob es kommen wird. Wir wissen nur, dass es kommen soll. Und der Sport hat dabei immer so eine Rolle, aber doch immer irgendwo am Rand gespielt. Hast du eine Idee, ob wir in den nächsten Woche, eine Chance haben, wieder eine Normalität, nicht eine Normalität, aber den Weg in eine Normalität beginnen zu können? Ich glaube, ich kann heute ein bisschen Hoffnung versprühen. Schön. Du weißt, dass es mir ganz wichtig ist, dass sportliche Aktivitäten wieder möglich sind. Ich glaube, es ist insbesondere für Kinder und Jugendliche eine Katastrophe gewesen, diese Pandemie. Die sind ein Jahr in ihrer Bewegungsfähigkeit, in ihrer Motorik zurückgeworfen und das ist ein Drama. Wir waren ja nicht umsonst im März in der Videokonferenz mit allen Sportvereinen vernetzt und haben überlegt, wir bewerben uns als Modellregion zur Öffnung der Innenstadt. Und wir hatten ja auch dieses Modul Sport mit drin. Ich glaube, dass sich die Landesregierung inzwischen davon abgewandt hat, Modellregionen zu genehmigen. Heute hat die Ministerin ja vorgestellt, dass es zu einer generellen Öffnung kommt. Und ich fasse mal so zusammen, was ich verstanden habe. Der Einzelhandel kann öffnen, die Außengastronomie kann öffnen und grundsätzlich gilt, alles das, was draußen ist, soll künftig möglich sein. Sehr schön. Es wird weiterhin natürlich Kontaktbeschränkungen geben müssen, so wie wir es im Augenblick haben. Zwei Familien können sich treffen mit Kindern, oder eine Familie mit zwei Personen aus einer anderen Familie und allen Kindern unter 14. Und es wird aber auch Sport möglich sein. Dabei wird es auf eine Teststrategie ankommen. Und das ist das, was wir schon im März diskutiert haben. Deshalb habe ich die Sportvereine gebeten, sich zu überlegen, ob sie nicht Testzentrum werden wollen. Ihr habt das sofort aufgegriffen, die TWG auch. Der SC Heinberg wird es vielleicht noch machen. Der Stadtsportbund ist mit im Boot. Das ist super.
Es wird so sein, dass ab nächster Woche Kinder und Jugendliche, und zwar bis zu 30, miteinander Sport treiben dürfen, auch Kontaktsport, das ist einmalig. Ja. Die dürfen natürlich dann Trainer, Betreuer mit haben. Die sollen sich, wenn sie erwachsen sind, testen lassen. Und auch im Erwachsenensport wird wieder einiges möglich sein. Alles immer nur draußen im Augenblick. Wir müssen abwarten, danach kommt erst drin. Draußen, wenn Abstände gewahrt werden können, 2 Meter oder eine Person auf 10 Quadratmeter. Und wenn die Menschen sich vorher testen lassen. Und ihr habt, ich war vorhin oben, oben auf den Zietenterrassen. Ihr habt das Testzentrum da stehen. Ich weiß, dass du es sogar so konzipiert hast, dass es mobil einsetzbar ist. Ein zweites sogar noch. Wir haben ein Testzentrum stabil oben. Auch ein Stück weit eine Hommage an das Wohngebiet oben, denn wir sind ein Teil des Wohngebietes und wollten dort auch ein Stück weit was zurückgeben. Und es wird übrigens auch genutzt. Wir haben die ersten 1000 haben wir fast schon. Also sehr gut. Vielleicht sogar schon. Und wir haben heute oder gestern die Genehmigung für ein mobiles bekommen. Ich habe heute die Verträge unterschrieben für das mobile. Und mit dem können wir jetzt wirklich auch zu den Sportstätten hinfahren, auch zu unseren Kindertagesstätten hinfahren, können die Erzieherinnen und Erzieher testen. Das ist ein riesengroßer Schritt nach vorne. Und ich kann nur sagen, ich glaube, dass das mobile Testzentrum für uns als Sport, nicht als für uns als Sportverein, sondern für uns als Sport, wahrscheinlich noch das bessere Mittel ist, als die lokalen, als die stabilen Testzentren. Und da auch nochmal ein herzliches Dankeschön für die Hilfe. Ich weiß, dass du dich eingemischt hast und das ist auch gut so. Und es ist auch notwendig, dass das möglich ist, dass wir so etwas mobil machen können, damit Sport auch an unterschiedlichen Plätzen möglich ist. Weil immer irgendwo durch die Stadt zu fahren und erst ein Testzentrum zu finden, das gerade noch offen hat. Ich glaube, das haben die Fußballer dir eindeutig beschrieben in unserer Videokonferenz. Wäre schon eine echte Herausforderung und so kann es vielleicht ein bisschen erleichtert werden. Ich glaube ja, genau. Und da werden wir jetzt ab Montag eine Lockerung haben. Und ein weiterer Lichtblick, ich glaube, das ist dir auch wichtig, ist das Thema Schwimmen. Schwimmhallen und Freibäder dürfen nicht öffnen. Schade, aber der Schwimmunterricht wird möglich sein. Schön. Und auch das Rehabilitationsschwimmen. Und da seid ihr ja in beiden Bereichen seid ihr stark. Das ist für euch und für die TWG wirklich ein Lichtblick. Ja. Ich habe noch eine Frage, wo wir, bevor wir vielleicht wieder zum nächsten Thema kommen. Sie haben das Thema Modellregion angesprochen. Da war ja auf der einen Seite viel Hoffnung mit verbunden, auf der anderen Seite gab es dann viel Enttäuschung, aber es gab auch kritische Stimmen dazu und hier kam deswegen gerade auch eine Frage, warum dann die Göttinger nicht zu dieser Bewerbung zur Modellkommune befragt wurden. Eine GT-Umfrage habe ja eine eher ablehnende Haltung ergeben. Also ein Modell ist ja ein Test. Und erstmal war die Bewerbungsfrist sehr, sehr kurz. Die Richtlinien dafür kamen an einem Sonntagabend. Ja. Wir wussten die Woche vorher schon, dass es möglicherweise etwas gibt und hatten die Videokonferenz. Die Ausschreibung kam Sonntagabend und Bewerbungsschluss war Mittwochabend. Da kann man keine große Absprache mehr machen. Unsere Bewerbung hatte um die 40 Seiten, die wir in kürzester Zeit erstellen mussten. Also große Abstimmung war nicht möglich. Wir haben es, und ich glaube auch gemeinsam in der Videokonferenz mit den Sportvereinen, als Chance gesehen. Wir haben uns beworben, wir haben gesagt, wir tun es nur, wenn es sicher ist. Also wir haben sehr, sehr harte Startkriterien definiert, weil wir in jedem Fall vermeiden wollten, dass von einem solchen Modellversuch eine Gefahr für die Bevölkerung ausgeht. Ja. Wir haben gesagt, wir machen es nur, wenn die Inzidenz unter 50 liegt und auch nicht einen Tag, sondern wirklich konsequent wenigstens eine Woche. Wir machen es auch nur, wenn unsere beiden großen Krankenhäuser grünes Licht signalisieren und ihre Intensivstationen nicht überfrachtet sind. Und wenn wir sicherstellen können, dass Kitas und Schulen durchgängig geöffnet sind, weil es nicht sein kann, dass Menschen einkaufen gehen, Kultur genießen, in die Außengastronomie gehen, aber die Kinder zu Hause bleiben müssen und keine Bildung bekommen. Ja. Und ich glaube, damit sind wir gut gefahren. Nun hat sich das Land anders entschieden. All das, was wir in dem Modellprojekt haben, wird jetzt landesweit möglich sein, ohne wissenschaftliche Begleitung. Das finde ich ein bisschen schade. Fakt aber ist, dass es ab Montag losgeht und wir uns alle weiter an die Abstandsregeln und Maske halten müssen und wir deutlich häufiger uns testen lassen sollten, als wir das bisher getan haben. Also mit Tests.
kann man künftig viel machen, auch draußen machen. Wir müssen uns nur alle drüber klar sein, so ein Test ist kein Freifahrtschein. Nee. Und der zeigt eigentlich auch nur, dass ich zum Testzeitpunkt keine Infektion habe, wahrscheinlich keine Infektion habe und dann darf ich es am nächsten Tag auch nicht übertreiben. Kein Freifahrtschein für eine Party abends. Ja, ich glaube, Linda, dass es auch gut gewesen wäre, wenn es im Sport mal ausprobiert worden wäre. Das war ja auch eine Intention, die wir hatten. Es wäre, glaube ich, wirklich auf den Zietenterrassen ein guter Raum gewesen. Wir hätten das Zelt vor der Tür gehabt. Genau. Wir hätten innen drin probieren können. Und dann hätten wir wirklich sagen können, es hat keinen gegeben. Oder es gab Fälle. Und dann muss man auch diese Ehrlichkeit haben und sagen, es geht oder es geht nicht. Die hätten wir aber nur gehabt, wenn wir es hätten probieren können. Mhm. Und ich glaube, dann hätten wir jetzt mit sehr viel mehr Selbstbewusstsein die nächste Woche angehen können. In welche Richtung auch immer. Ich glaube, das hätte sehr geholfen. Mhm. So gehen wir jetzt in eine Ungewissheit, so würde ich das mal nennen. Denn wir erleben, dass in Hannover die Inzidenzen sehr hoch gehen. Mhm. Es gibt Menschen, die behaupten, es lag daran, dass sie eine Woche probiert haben. Es gibt Menschen, die sagen, es hat nichts damit zu tun. Wir können das alles nur erahnen, aber wissen, tun wir es nicht. Es wäre schön gewesen, wenn man auf den Zietenterrassen diese Möglichkeit einfach probiert hätte, weil das wäre wirklich ein sehr eingegrenzter, klarer Raum gewesen, wo man das hätte mal sehr schön probieren können. Aber ich will dir nicht das Wort stehlen, entschuldige bitte. Und alles gut, alles gut. Am Ende ist es doch so, wir sind nicht gestartet, wir haben es aber super vorbereitet. Ja. Also wir haben Testzentren eingerichtet, wir haben mit allen geredet, wir haben Bedingungen entwickelt und alle haben Hygienekonzepte, auch ihr im Sport. Ja. Und jetzt starten wir einfach etwas später. Die Überschrift ist nicht mehr Modellprojekt, sondern generelle Öffnung. Das ist doch positiv zu sehen und Montag geht's los. Ich bin mal gespannt, wie es läuft. Ich bin sicher, dass vom Sport keine Infektionsherde ausgeht. Wir müssen die Menschen dazu sensibilisieren, dass sie vor dem Sport und nach dem Sport auch die Corona-Regeln einhalten müssen. Das ist das Wichtige. Woher weißt du das? Ja, rate mal. Ja, also ich kann das bestätigen. Ich sitze ja nun wunderbar dort, wo ich sitze. Ich sehe ja, was auf dem Parkplatz bei uns passiert. Ja, und genau. Da sind schon viele Menschen, die wirklich dieses unglaubliche Bedürfnis haben, wieder mit einem anderen Menschen und nicht nur mit ihrem Lebenspartner, Lebenspartnerin ins Gespräch gehen zu können, sondern wirklich auch mal wieder jemand anderen zu treffen und nicht nur per Zoom oder per Telefon, sondern wirklich analog, also man kann sich es kaum noch vorstellen. So altmodisch halt, ne? Ja, so altmodisch ins Gespräch zu gehen. Und ich bin ja immer drauf und dran zu sagen, oh, hört auf, bitte. Aber auf der anderen Seite, ich möchte es Ihnen auch nicht verbieten, weil ich sehe die Freude, die aus den Augen bis in mein Büro strahlt, wenn Sie dann mal wieder in eine solche Diskussion gehen können. Du hast vorhin die Kinder und Jugendlichen angesprochen und ich bin bei dir. Sie sind einer der Verlierer. Ich glaube, mehr noch die Jugendlichen als die Kinder. Aber da können wir stundenlang drüber streiten. Da wird es wahrscheinlich von uns beiden dann nachher ein Remis geben. Ich glaube, wir haben eine Gruppe noch, die wir mitnehmen müssen. Das sind die Senioren. Und das sind auch die, die im Moment bei mir schon auch mit sehr, sehr, sehr großen Erwartungen meine Telefonnummer nutzen und sich auch bei mir sehr deutlich darüber beklagen, dass sie, die Schmerzen im Rücken haben, Schmerzen im Knie haben, keinen wirklichen, also das ist für viele nur ein Ersatz, es ist keine wirkliche Alternative haben und dass die Schmerzen mehr werden und schon noch mehr, wenn man die ganze Zeit darüber nachdenken kann. Also das ist ja auch ein Teufelskreis. Ich komme nicht aus der Wohnung raus, ich habe niemanden, mit dem ich reden kann, ich habe keine Abwechslung und konzentriere mich nur noch auf meine eigene Situation. Wir haben da ganz viel getan, sicherlich, mit Impfen, mit Impfhinfahren, Impfzurückholen, allen Möglichkeiten. Aber wie kriegen wir die Menschen, die älteren Menschen, und das gehört ja durchaus auch zu deinem Bereich dazu, wie kriegen wir diese älteren Menschen wieder bewegt? Wie kriegen wir sie ins Theater? Wie kriegen wir sie zum Sportverein? Ich glaube, das wird keine einfache Aufgabe sein. Da gebe ich dir durchaus recht. Also ihr habt ja Beispielgebendes gemacht, alleine mit der Unterstützung bei der Impfung. Und was jetzt möglich sein wird, ist das Fitnesscenter wieder öffnen. Ihr habt ein eigenes Fitnesscenter und ich glaube, da gehen auch Ältere hin und machen bestimmte Übungen. Dann ist das Rehabilitationsschwimmen möglich und natürlich alles, was draußen ist. Ich glaube aber, und das hatten wir auch schon mal besprochen, dass wir uns generell Gedanken darüber machen müssen, wie können Vereine wieder
so arbeiten, wie sie das vor der Pandemie getan haben. Also ich weiß, dass einige schwer darunter gelitten haben, dass viele Mitglieder ausgetreten sind und dass viele die Befürchtung haben, dass wenn jetzt mehr und mehr Lockerungen kommen, dass die ehemaligen Mitglieder nicht zurückkommen. Da sollten wir gemeinsam überlegen, was möglich ist. Eine Idee, die ich dazu hätte, und kann ich dich heute gleich mal fragen, was du davon hältst, ist, warum machen wir nicht so etwas wie einen Tag des Sports? Vielleicht im Herbst. Ich könnte mir vorstellen, dass im Spätsommer, Herbst die Inzidenzen niedrig sind, weil wir schon gut durchgeimpft sind. Und dass wir da so etwas machen wie in allen Vereinen an einem Wochenende komplett jeweils einen Tag der offenen Tür. Auch mit guter Werbung, mit guter Vernetzung, sodass jeder seine Pforten öffnet, seine Sportarten nochmal darstellt und Menschen jeglichen Alters dafür versucht zu gewinnen, zu kommen, mal reinzuschnuppern und zu zeigen, das ist Sport, das ist Vereinssport, hier kannst du mitmachen, da ist die Beitrittserklärung, morgen kannst du anfangen. Ich glaube, das ist etwas, was wir im Sommer diskutieren werden. Ich würde heute überhaupt keine Auskunft dazu geben wollen, weil ich... Das ist heute auch noch zu früh, aber man muss ja perspektivisch denken, ja, oder? Wir müssen in die Zukunft gucken. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir Szenarien uns entwickeln, wie der Sport wieder zu dem Sport wird, was er vor der Pandemie war. Ansonsten haben wir einfach eine Generation, die abgehängt ist bei den Jugendlichen, die den Weg in den Sport nicht mehr reinfindet. Das fände ich furchtbar. Und wir haben auch Erwachsene, die sich dann anderen Themen widmen würden. Ich finde es wichtig, dass sich Menschen bewegen. Das sieht man alleine, was so Fettleibigkeit, Adipositas betrifft. Es ist einfach gesünder, Sport zu machen und dafür sollten wir werben. Das sollten, müssen wir. Wenn wir jetzt nochmal einen Schritt weitergehen, ich sage jetzt mal in 4 Wochen, hat ein Großteil derer, die bei uns zum Gesundheitssport kommen, ihre zweite Impfung 2 Wochen vorbei. Also sie sind im Prinzip... Wenn ich jetzt sage, immun, ist das falsch, das weißt du, aber sie haben einen hohen Schutz. Kann man sich als Stadt vorstellen, dass man dann bereit wäre zu sagen, in einem Hygienekonzept für solch eine Gruppe auch einen Innenraum zu öffnen? Ist sowas denkbar überhaupt? Die Landesregierung, glaube ich, denkt sogar noch schneller. Also ob sie beim Sport in 2 Wochen schon die Hallen innen öffnet, kann ich heute nicht garantieren. Aber ich habe schon gemerkt, dass man überlegt, auch Gaststätten innen zu öffnen. Okay. Im Augenblick gibt es Außengastronomie und das möglicherweise noch im Mai. Und wenn das der Fall ist, kann ich mir nicht mehr vorstellen, dass man Theater drinnen schließen kann. Und dann kann man auf Dauer auch sicherlich Sport nicht drin verbieten. Also ich glaube, dass damit jetzt eine Perspektive eröffnet ist und dass insbesondere auch Geimpfte oder Genesene besondere Vorteile genießen werden. Das wird ja bundesweit gerade diskutiert. Das finde ich ehrlich gesagt auch richtig. Allerdings ist für mich immer wichtig, dass auch jeder ein Impfangebot bekommen hat. Ansonsten fände ich es ein bisschen ungerecht, wenn du, weil du geimpft bist, schon alles dürftest und ich bin noch nicht dran gewesen und darf noch nicht. Ganz genau. Und das soll auch nicht so sein. Schön. Hast du noch Fragen, Linda? Ja, habe ich. Wobei das jetzt thematisch ein Bruch wäre, wenn euch das nicht stört. Damit können wir leben. Dann würde ich mich einmal noch kurz vordrängeln. Ja, drängel dich vor, bitte, Jörg. Du als oberste Wärterin der Inzidenz von Göttingen. Ja. Ja, ich gebe dir jetzt noch eine Bitte mit. Wir wollen am 25. ein einziges Mal so ein ganz kleines Fest feiern. Weil wir werden doch 175. Am 25.8. 6. Also pass bitte auf, die Tage davor musst du die Inzidenzen runterrechnen, damit wir an dem Tag sicher mit einer kleinen Gruppe Mensch, du wirst auch eingeladen, mit kleinen Gruppe Mensch, wir haben an 175 gedacht, nein, es werden etwa 150 sein, Herr Weil wird übrigens kommen. Ja, sehr gut. Und wir haben uns einen wunderschönen, historisch traumhaften Raum ausgesucht, nämlich wir werden an der Sternwarte feiern, im großen Garten der Sternwarte feiern. Und wenn du das hinbekommst, dass wir bei allen Öffnungen, die wir so machen, die Inzidenz für diese Zeit unter 100 hältst, egal wie du das machst, ne, wären wir dir sehr dankbar. Okay, wir strengen uns an. Ist das eine drinnen oder draußen Veranstaltung? Draußen, im Garten. Und eine draußen Veranstaltung wäre ja ab Montag schon bis zu 250 Menschen möglich. Genau. Wir wollen nicht zu hoch denken. Ja. Noch mehr einladen machen wir gern, aber Menschen ausladen,
blöd. Ja. Ist irgendwie doof. Also ich hoffe, die Menschen haben Verständnis dafür, dass wir dann eher in Etappen einladen, als in Etappen ausladen. Also das fänden wir dann auch irgendwie doof. So, das war jetzt der Werbeblock 175 Jahre AC. Gut gelungen, gut eingebracht. So, und jetzt also wer das noch nicht mitbekommen hat hier in unserem 46er TV, zumindest weiß ich auch nicht, oder Jörg? Der hat geschlafen, der hat geschlafen. Das stimmt. Aber war tatsächlich eine gute Überleitung auch unbewussterweise. So ein bisschen zumindest, weil ich nochmal die Brücke... Ich habe es dir in den Augen abgelesen. Genau, worum soll es auch sonst gehen in diesem Jahr hier bei uns, außer um Corona und um 175 Jahre ASC. Wir hatten es ganz am Anfang schon, unsere Baumpflanzaktion, bei der Sie dabei waren. Und tatsächlich kam in Anlehnung daran, dass Sie da ja auch offensichtliches Interesse auch an der Göttinger Natur und Umwelt gezeigt haben, eine Frage rein, die in Richtung der Naturschutzgebiete und Ähnliches abzieht. Und zwar, welchen Stellenwert hätte das Göttinger Naturschutzgebiet, insbesondere das Kerstingeröder Feld, für eine zukünftige Oberbürgermeisterin Frau Breustedt? Soll es hier noch mehr Richtung Erholungs- und Freizeitgebiet mit den derzeitigen Folgen wie Verschmutzung, Mountainbike-Problematik etc. oder wieder mehr Richtung Naturschutz gehen? Welches Konzept gibt es da in der Zukunft aus Ihrer Sicht? Ich glaube, da kann man wirklich eine gute Verbindung ziehen, weil Corona hat ja gezeigt, wie wichtig Naherholung ist. Und wir haben zwei grandiose Naherholungsgebiete. Das ist das riesige Areal um den Chiemsee und das ist oben der Stadtwald mit dem Kerstlingeröder Feld. Mein Ziel wäre es, das zu entwickeln, aber natürlich naturverträglich zu entwickeln. Ich sehe, dass es dort Nutzungskonflikte gibt und die müssen wir lösen. Gleichzeitig sehe ich auch, dass wir Parkplatzprobleme haben oben auf dem Kerr. Wir haben dort eine Buslinie hin, sehr lange getestet. Ich glaube, der Test ist gut verlaufen. Mein Ziel wäre es, dass der Bus dort regelmäßig hochfährt. Das ist das Naherholungsgebiet par excellence. Ich bin relativ häufig oben, weil von da aus, wo ich wohne, kann man super hochspazieren. Das mache ich ganz gern am Sonntag mit meinem Mann. Und ich sehe, da sind viele Familien, die um den Tierpark gehen. Da sind eine ganze Menge Mountainbiker, da sind manchmal Reiterinnen und Reiter, da sind auch Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer. Natur, unser Stadtwald, ist für die Menschen da und da müssen sich Menschen auch drin bewegen können. Ja. Ich glaube, dass wir das lenken müssen. Ich würde es gern entwickeln. Ich möchte auch, dass so etwas wie Svens Biergarten erhalten bleibt. Der ist ja nun geradezu, aber der ist ein Treffpunkt. Das ist, also, wenn ich da oben bin, möchte ich da einen Kaffee trinken können oder ein Eis essen können. Das hat einfach etwas. Ja. Und das möchte ich entwickeln. Das Kerstlingeröder Feld gehört mit dazu. Und was wir doch sehen ist, es konzentriert sich auf das Areal am Kehr und vielleicht um den Tierpark. Da gibt es Nutzungskonflikte. Ich glaube, wir sind gut beraten, wenn wir versuchen, das zu entzerren, wenn wir weitere Zugänge zum Stadtwald schaffen. Dann ballt es sich nicht so und dann ist es auch sozial verträglich. Und dafür würde ich stehen. Also ich glaube, dass wir, also es ist ja ein Konflikt beschrieben worden in der Frage. Das ist der Konflikt zwischen Ökologie und Sport. Und ich möchte an dieser Stelle wirklich dafür werben, dass Sport und Ökologie auch gemeinsam gehen können. Und diese Werbung gebe ich gerne auch an dich weiter. Und ich gebe auch ein Versprechen von meiner Seite aus ab, dass ich, wenn das gewünscht wird, mich jederzeit mit in diese Diskussion einbringe. Also ich glaube, von meiner Ausbildung kann ich ein bisschen was mitbringen dazu. Und ich glaube, dass man wirklich bestimmte Dinge auch im Sinne des Naturschutzes umsetzen kann, wenn man einfach miteinander vernünftig redet und aufeinander einwirkt. Was wir nie verhindern werden, sind diese 0,05% Vollidioten. Die werden wir nie verhindern. Ich weiß, dass du das nicht sagen darfst, ich tue es jetzt einfach. Die werden wir nicht verhindern, aber die dürfen wir auch nicht zum Maßstab machen. Wenn wir sie zum Maßstab machen, dann verhindern wir alles. Und wenn wir erst ein Verhinderungsland sind, so ganz weit entfernt davon sind wir nicht, dann haben wir ein Problem. Und deswegen würde ich schon darum bitten, dass wir die Offenheit behalten. Und ich habe vorhin gesagt, wir wollen ein FÖJ mit Frau Jaya machen. Und das wäre natürlich schon eine grandiose Aktion, wenn es uns gelingen würde, dort vor einer Öffnung auch durch so ein FÖJ mal durchzuziehen, also wirklich konsequent zu sagen, so, jetzt gucken wir mal, was kann denn ein Naturlaufpfad sein, als Beispiel. Genau. Und auch das ist ja eines unserer Projekte, jetzt im Jubiläumsjahr genau so etwas umzusetzen. Und
Ich würde mich freuen, wenn dann Frau Chaya mit am Tisch sitzt, vielleicht noch Volker Hempfing am Tisch sitzt und von deiner Seite aus vielleicht noch Menschen mit am Tisch sitzen, dass man wirklich mal auch streitet, wie man eine gute Lösung findet. Und dann finden wir sie auch, da bin ich mir ganz sicher. Das glaube ich auch. Und da ist mir sofort das Bild von einem Naturrundgang gekommen. Also ich glaube, dass wir Menschen auch sensibilisieren müssen für den Schatz, den wir da oben haben und dass wir den gemeinsam bewahren müssen. Und wenn ihr freiwilliges ökologisches Jahr habt, dann könnte das so eine Aufgabe sein, Menschen in den Stadtwald über das Kerstlinger Röderfeld zu führen und zu zeigen, was dort blüht und wächst und wie wertvoll das ist. Das würde ich sehr, sehr gut finden. Jetzt habe ich natürlich noch eine schwierigere Frage an dich. Noch schwieriger jetzt geht lehnst gar nicht. Du lehnst dich einfach zurück und überlegst mal, wie du dir den Sport in 10 Jahren in Göttingen vorstellst. Mhm. Gibst du einfach mal so ein paar Gedanken wieder, was du dir vorstellen kannst, wie der Sport in 10 Jahren in Göttingen aussehen könnte? In 10 Jahren spielt die BG immer noch in der ersten Bundesliga. Möglicherweise haben wir dann eine schöne große Halle, eine größere als jetzt. In 10 Jahren arbeiten unsere Vereine noch viel enger zusammen, als sie das bislang tun. Sie nutzen Sportstätten gemeinsam, sie bieten gemeinsam sportliche Aktivitäten an. Sie haben so etwas etabliert wie einen regelmäßigen Tag des Sportes. Und wir haben das Areal vom Badeparadies über das Jahnstadion bis zum Kiessee, vielleicht sogar bis Rossdorf, entwickelt zu einem riesigen Sport- und Bewegungsgelände, wo Vereinssport betrieben wird, wo ich aber auch, ohne dass ich in einem Verein bin, am Wochenende einfach lang gehen kann. Da finde ich vielleicht ein Beachvolleyballfeld, vielleicht auch einen kleinen Basketballplatz, vielleicht so ein Barfußparcours, Kinderspiel- und Bewegungsmöglichkeiten. Also an jeder Ecke wird es irgendwas an sportlicher Betätigung geben, wo Schulklassen sein können, wo ich als Einzelperson hingehen kann und wo auch Vereine Sport machen können. Möglicherweise bis hin nach Rossdorf, das ist ein großes Areal und das würde ich gerne deutlich weiterentwickeln. Welche Erwartungen hast du an die Sport, den SSB, die Sportvereine? Ich möchte das gern zusammengestalten. Ich möchte mit Ihnen gemeinsam das entwickeln. Ich möchte die Bedürfnisse des Sports auch hören und mit umsetzen. Ich glaube, ich habe im Januar ja begonnen, als wir gemeinsam uns getroffen haben zum Thema Corona und Sport, was ist zu beachten. Diesen Dialog möchte ich gerne fortsetzen und ich will, dass wir Hand in Hand gehen und dass ihr das, was die Stadt macht, unterstützt und dass die Stadt euch als Sportvereine unterstützt. Jörg, jetzt kann ich nicht anders. Jetzt will ich von dir wissen, was du dazu sagst. Verlangst du das jetzt von mir wirklich ab, Linda? Ja, jetzt möchte ich hören, wie du zu der Vision von Frau Breustedt stehst. Also ich glaube, das sind sehr, sehr gute Ansätze. Und das ist eine Vision, mit der ich gut mitgehen kann. Mhm. Es gibt Bereiche in der Vision, die mir wichtiger und Bereiche, die mir nicht ganz so wichtig wären. Mir ist wichtig, dass es uns gelingt, für die Menschen in Göttingen ein Sportfeld zu entwickeln. Mhm. Das hast du sehr gut beschrieben mit der Lösung von der GÖSF oder vom Badeparadies bis Rossdorf. Mhm. Das ist genau eine Linie, die man wunderbar ziehen kann. Das Gleiche könnte man oben auch im Kerstlinger Feld wiederfinden. Genau. Ja, ja. Ist dieselbe, derselbe Ansatz letzten Endes. Ich glaube, dass wir andere Räume zur sportlichen Entwicklung in der Zukunft benötigen. Wir brauchen nicht mehr die eine Sporthalle, so wie sie jetzt ist, sondern wir brauchen eine Vielfalt an Räumen, um Entwicklungen zuzulassen, die in einer Großsporthalle nur schwerlich möglich sind. Wir brauchen aber auch die Sporthalle, um den Wettkampfbetrieb zu haben. Und ich bin total bei dir, dass wir eine Erstliga-Basketballmannschaft benötigen, weil sie ist an ganz vielen Stellen für unsere Emotionen wichtig, Emotionen, die man nur dort ausleben kann und selten woanders. Sie ist aber auch ein wichtiger Faktor, um zu zeigen, dass Göttingen über die Universität hinaus, und das ist ja etwas ganz Interessantes, dass Göttingen ganz stark über die Universität, aber auch über den Sport definiert ist. Und da spielt die BG eine ganz, ganz wichtige Rolle. Genau. Vielleicht auch unsere Tänzer eine kleine, die ja immerhin auch international inzwischen
tätig sind. Aber die wollte ich jetzt nicht in den Vordergrund schieben, sondern ich wollte damit zum Ausdruck bringen, dass es wichtig ist, dass wir dieses Ausrufezeichen haben. Und es gibt ja den dritten Bereich, das ist dann nochmal die Kultur, unsere Symphonieorchester, das da nochmal sicherlich kein untergeordnetes Forum Wissen, genau, das Deutsche Theater. Das ist für mich alles Uni. Mhm. Ne? Das ist für mich, mhm. ja, für mich ist das Uni. Das gehört für mich zu den universitären Bereichen dazu. Aber du hast recht, natürlich ist das Forum Wissen weitergehend als Universität, da hast du recht. Aber ich glaube, dass wir dann wirklich auch dem Sport den Stellenwert geben können, den er in dieser Stadt verdient. Denn hier gibt es immerhin 30.000, 40.000 Menschen, die regelmäßig Sport treiben. Und für die Sport mehr und das sind, glaube ich, nur die, die im Verein sind. Ja, es gibt ja auch noch eine ganze Menge, die gar nicht genau. im Verein sind. Also wir können gerne auch sagen, dass es 60% sind, die regelmäßig Sport treiben. Ich glaube, damit würde ich auch nicht übertreiben. Mhm. Aber ich glaube, dass es wirklich eine große Zahl Menschen gibt, die der Bewegung, dann werde ich es mal so formulieren, die der Wegbewegung in Göttingen sehr, sehr offen gegenüberstehen. Und dann sollten wir auch diesen Weg weitergehen. Und ich glaube nicht, dass die Vereine dagegen handeln werden, sondern sie werden es unterstützen. Das ist schön, dann sollten wir weiter im Gespräch sein. Das machen wir. Mhm. Linda. Ja, ich habe keine direkten Fragen mehr, die reingekommen sind. Ich gucke jetzt noch einmal ganz kurz. Wir senden ja quasi doppelt, nicht nur in unserem 46er TV, sondern auch über den YouTube-Livestream. Mhm. Aber genau, ich glaube, das ist soweit alles bedient. Ich habe aber selbst persönlich noch eine Frage. ich habe natürlich auch noch mal so ein bisschen geschaut und recherchiert und es gibt ja auch das Statement von Ihnen, dass es Zeit wird für eine Frau an der Spitze des Rathauses. Vielleicht mögen Sie diese Aussage einfach noch mal in ein, zwei Sätzen mehr ausführen. Naja. Ist das eine sportliche Frage? Unsere Stadt ist roundabout 1000 Jahre alt und 1000 Jahre standen Männer an der Spitze. Und warum sollte es dann nicht auch mal eine Frau sein? Ich traue mir das zu. Ich kandidiere und mal gucken, ob die Göttingerinnen und Göttinger sagen, das ist eine gute Idee, ich wähle Frau Breustedt am 12. September. War eine klare Aussage, genau, oder? Genau, sehr schön. Wir haben uns vorgenommen, dass wir eine Dreiviertelstunde reden wollen. Es ist wieder ein bisschen mehr geworden. Das Echt? Ist, glaube ich, immer so. Echt, ja? 20 nach 8. Also oh wir haben fast, okay. wir steuern schon stark auf die Stunde zu. Es war sehr kurzweilig. Danke. Wir wollen sie auch nicht, kann ich nur so wiedergeben. Wir wollen sie auch nicht jetzt herausfordern und wollen es nicht überziehen. Aber eine Frage würde ich dir zum Ende noch stellen wollen. Wenn ich dich jetzt fragen würde und dir nur einen kurzen Satz ohne Komma, Semikolon. Einen einzigen, das fällt mir ganz schwer, du weißt. Deswegen sage ich auch ohne Komma, ohne Semikolon, ohne, ja. Warum sollen dich die Göttinger wählen? Weil sie sehen, dass mit mir ein Göttingen für alle Realität wird. Ein Göttingen, in dem sich alle Menschen wohlfühlen und das eine ganz gerechte Gesellschaft aufbaut. Da war ein Komma drin, ne? Ein Komma. Okay. Ja, sehr gut. Das ist doch auch ein schöner Schlusssatz sozusagen. Das wollen wir einfach mal so stehen lassen jetzt. Und, auch mit Komma. Auch mit Komma. Das war, denke ich, in einem guten, knappen Rahmen auf den Punkt gebracht. Und eine Sache aus dem Chat noch, die aber keine Frage mehr ist, sondern einfach ein Dankeschön an Sie, Frau Breustedt, dass das sehr informativ und auch sympathisch war, was Sie hier uns heute so mit Ihren Antworten geliefert haben. Das kann ich nur bestätigen. Es war und ich wieder nicht, ne? Herr Jörg, du weißt doch, dass du hier der schwarze Peter in der Runde bist. Also mir hat es jedenfalls sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke. Genau, und das kann ich nur bestätigen. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass Sie sich die Zeit genommen haben hier für unser Gespräch. Und natürlich werden wir mit Spannung dann verfolgen, wie sich die Göttingerinnen und Göttinger entscheiden werden. Und ja, Jörg, magst du auch noch was zum Abschluss sagen? Ja, meine liebe Petra, ich danke dir, dass du heute den Mut gehabt hast, hierher zu kommen. Wir haben dir versprochen vorher, dass wir ein nettes Gespräch führen wollen. Hat geklappt, oder? Und ich glaube, das haben wir gut hinbekommen. Genau. Denn es ist an uns gelegen, dass wir die Menschen, die diese Stadt führen wollen, auch als Menschen und als sympathische Menschen darstellen. Ich hoffe, dass uns das gelungen ist heute Abend. Das werden uns hoffentlich die Menschen, die zugehört und zugesehen haben, dann irgendwann auch mal zurückmelden. Ich weiß, dass ich morgen viele Rückmeldungen bekommen werde aus der Vergangenheit. Ich möchte mich bei dir trotzdem herzlich bedanken, dass du heute da warst.
Danke. Ich habe mich sehr gefreut, dass das geklappt hat. Du warst die Erste, die zugesagt hat. Du warst die Erste, die ich gefragt habe. Ich freue mich sehr, dass wir das heute hier umsetzen konnten. Du bist auch die Erste gewesen. Es werden noch 2 Folgen. Vielleicht guckst du dann wieder mit Spannung zu. Bestimmt. Ich würde mich freuen und wünsche dir jetzt einen wunderschönen Abend. Genieße noch die immer noch Helligkeit und wie heißt das, die Ruhe vor dem Sturm. Ich glaube, es soll noch einen geben, bevor es wieder warm wird. Ne? Gucken wir mal, genau, ja. Genau. Mhm. Wobei Eugen auch nicht so schlimm war, wie ich vermutet hatte. Eugen ist ja auch ein Mann. Männer sind nicht so stürmisch, meinst du? Naja. Frauen sind total zielstrebig und von daher haben wir eine Oberbürgermeisterin. Also ich sage danke. Mir hat es auch Spaß gemacht. Sehr schön. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Natürlich auch ein großes Dankeschön an euch da draußen, die ihr zugeschaut habt. Vielen Dank auch für eure Fragen, für die Interaktion. Das freut uns immer sehr, wenn nicht nur von unserer Seite aus die Fragen hier an unsere Gesprächspartnerinnen und Partner kommen, sondern wenn einfach auch von euch was kommt, weil natürlich wollen wir das in erster Linie für euch machen. Und von daher fühlt euch herzlich eingeladen, gerne zu den nächsten Gesprächen einzuschalten. Es geht schon nächsten Dienstag weiter. Da wird der Kandidat der CDU kommen, der Herr Dr. Esan Kangarani, und eine Woche später Doreen Fragel von den Grünen. Also da kommen noch spannende Gespräche und natürlich zwischendurch ganz viel Sport, ganz viel Bewegung. Schaltet gerne ein in unserem 46er TV-Programm. Tobt euch aus und natürlich hoffen wir aber, dass wir euch dann auch ganz bald in Präsenz sehen können. Die Hoffnung wurde geschürt und wir stehen in den Startlöchern, zumindest draußen wieder mit euch gemeinsam in Präsenz Sport zu machen. Ich darf vielleicht nur das Geheimnis verraten, dass wir natürlich am Montag schon ein Zelt aufgebaut haben werden. Und ich kann das Geheimnis verraten, dass das Zelt keine Seitenwände hat, sodass es draußen Sport ist. Und das Geheimnis verraten, dass wir an vielen Stellen sicherlich in der nächsten Woche beginnen werden. Und dass es übernächste Woche viele Möglichkeiten wieder geben wird, Sport draußen zu machen. Viele kennen das noch vom letzten Jahr mit Voranmeldung über Sportmeo. All diese Dinge, die wir aus dem letzten Jahr geübt und gelernt haben, werden wir wieder anwenden. Und wenn dann von irgendwo ein Hinweis kommt, dass wir unsere wunderschönen neuen Räume im Sportzentrum wieder benutzen dürfen, dann könnt ihr euch sicher sein, wir werden es euch ermöglichen. Genau. Sehr schön. So ist es. Also, wir wünschen euch noch einen wunderbaren Donnerstagabend und passt gut auf euch auf, bleibt gesund und bleibt in Bewegung. Bis ganz bald. Tschüss. Tschüss.